da das letzte Mal sich beschwert wurde, dass ich keinen Bericht darüber gemacht habe, wie ich im Urlaub war in Berlin, dachte ich mir, mache ich so einen kleinen Bericht über den Zeitraum, den ich jetzt im Urlaub war. Manche Leute haben es ja mitgekriegt über Instagram, bisschen Twitter, mehr über Instagram und Facebook und über die YouTube Community Tag, dass ich im Urlaub war. Aktuell zur Aufnahme des Videos auch noch bin, aber das, wenn ihr das Video seht, bin ich wahrscheinlich nicht mehr im Urlaub. Und zwar bin ich seit Anfang des Monats im Urlaub gewesen. Ich bin erst arbeiten gewesen, vorher Legacy gespielt, Freitags, 1. April Legacy gespielt, das war mega witzig, dann arbeiten gewesen und also den Samstag im Fischkrieg. Und den Sonntag bin ich nach Freising gefahren. Das liegt unten in Bayern. Das war eine elendig lange Strecke und ich war ganz glücklich, dass ich da mit dem Auto fahren konnte. Und das war wirklich, wirklich krass. Und direkt am Montag, also Sonntagabend, habe ich mich dann noch mit Max vom Eternal Battleground getroffen. Wir haben dann noch in so einem Restaurant, Bar, Kneipe, was auch immer das sein mag, im etc. in Freising, haben wir Magic gespielt und dort auch gefuttert. Und das fand ich ganz interessant, weil mir wurde nachher auch mehrfach bestätigt, dass dort eben auch Legacy-Turniere stattfinden, dass dort Sachen gespielt werden. Das fand ich sehr, sehr cool. Und ja, muss ich sagen, wenn ihr da mal in Freising seid, ich glaube, Mittwochs ist der Stammtisch? Nicht Mittwochs, Dienstags. Das ist mir jetzt gerade nach dem Schneiden erst aufgefallen. Dienstags, nicht Mittwochs, ist der Legacy-Stammtisch. Zumindest war es das jetzt. Ich weiß nicht, wie es demnächst dann wird. Und da guckt da mal rein oder fragt irgendjemanden in Freising, ob da ein Legacy-Turnier an dem Sonntag ist. Manchmal machen die Jungs und Mädels auch sonntags den ganzen Scheiß. Den Montag habe ich mich mit Magic Training Grounds getroffen. Ich wollte eigentlich noch zum BB spielen. Und dann ist mir aufgefallen, so irgendwann so, hey, die haben ja montags zu. Dementsprechend bin ich nur bei Eternal Battlegrounds gewesen, also nur. Das war auch mega, mega cool, mich mit den Jungs zu treffen und da ein bisschen zu quatschen und zu tun. Und wir haben dann aufgenommen auch ein paar Videos, die müssten bei denen jetzt auf den Channel kommen. Wir haben jetzt nichts für meinen Channel aufgenommen, die ganze Zeit praktisch nicht. Aber deswegen möchte ich es halt bewerben, dass ich auf den anderen Channel bin und wenn ihr da ein bisschen was sehen wollt, da sehr, sehr cool und zwar so Vintage Openings. Sehr, sehr coole Sachen. Also das ist nicht Vintage, so 8. Edition, Mirrodin, nein, Vintage. Das Zeug, was wir da aufgemacht haben, ist alt und teilweise echt teuer. Ich habe gezittert beim Öffnen. Und es war mega cool, da haben wir den Abend noch verbracht und haben noch ein bisschen Commander gespielt. Wir haben Jumpstart gespielt. Das war cool. Das war wirklich ein mega cooler Abend und die Jungs haben ja auch noch so ein cooles Fallen Empires Booster mitgegeben. Die hat man damals am laufenden Meter für 3,50 Euro bekommen. Die sind mittlerweile richtig teuer und dementsprechend werde ich das mal auf dem Channel aufmachen für euch. Freut euch drauf, das wird cool. Ja, dann kam der Dienstag. Dienstag bin ich ein bisschen durch Freising gelaufen und habe mir da ein bisschen was angeschaut, wie das so aussieht in Freising selber. Ist hübsch, gibt ein paar schöne Ecken. Bin dann aber tatsächlich schon mal zum Gunship Games zumindest dran vorbeigelaufen, einfach nur um zu gucken, wie das so aussieht. Dann habe ich was gegessen, auch geiler Vlog, und bin dann nach Hause gegangen, also in mein Airbnb, um dort den Podcast aufzunehmen, den ihr letzte Woche gehört habt. Ihr wisst ja, aktuell läuft auch über Gamery der Radio Ravnica Podcast. Aktuell dürfte gerade die Folge sein, sehr, sehr coole Folge, könnt ihr reinschauen mit Tim, wo wir über verschiedene Magic und Pokémon und Yu-Gi-Oh! Und andere Training Cards reden und so. Das ist wirklich cool. Könnt ihr gerne mal reingucken. Alles, worüber ich rede, die ganzen Channel und alles ist unten in den Beschreibungen einfach verlinkt. Dementsprechend, ja, guckt einfach da. Und dann bin ich Dienstagabend noch ganz, ganz kurz, wollte ich runter zum Legacy-Stammtisch, aber das Ding war so proppevoll, der ganze Laden, dass ich gesagt habe, ist mir noch ein bisschen unangenehm, gehe ich da nicht rein und deswegen bin ich leider Gottes nicht zum Legacy-Stammtisch gegangen. Brauche ich ein bisschen, aber der Laden war so proppevoll und da habe ich mich noch nicht wohl gefühlt, dementsprechend habe ich das nicht gemacht. Dann kam der Mittwoch. Mittwoch bin ich irgendwie nachmittags aufgewacht gefühlt und bin praktisch direkt von, ich mache noch ein paar YouTube-Sachen und ein paar Social-Media-Sachen, ins Auto und bin zu den Jungs von Nackt und Rosa gefahren. Auch bei denen war ich dann im Podcast, beziehungsweise im Snapcast, wie sie ihn nennen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, auch die unten verlinkt. Super, super coole Folge meiner Meinung nach. Die ist auch schon online. Da ging es um Einzelkarteninvestment. Und da werde ich auch immer wieder gefragt, so, hey Blacky, wo kann man denn Geld reinwerfen? Was kann man denn finanzieren? Was kann man denn nicht finanzieren? Was kann ich denn mal kaufen? Und ich sage immer, Ich möchte da keine Tipps geben. Dort habe ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und mit den Jungs ein bisschen was evaluiert und eben geschaut, wie wir es machen und wie wir einzeln damit umgehen und was wir für sichere Bets halten, was nicht und was wichtig ist. Gerade wenn es um diese Thematik geht, weil es ist eine sehr schwierige Thematik. Aber auch hier super cooler Podcast. Die Jungs haben ja auch eine mega coole... Ja, und die Jungs von Nackt und Rosa haben mir einen kleinen Traum erfüllt.
die haben mir so eine nackt und rosa Sidewinder Deckbox geschenkt, unterschrieben. Spoiler, werde ich noch für euch reviewen. Auch das wird ein kleines Video geben. Mega cooles Danke nochmal dafür. Ich fand's, das fand ich sehr, sehr cool. Ja, und dann war der Donnerstag und dann hat's auch angefangen, dass ich mal so ein bisschen mir das Dorf angeguckt habe. Dann war ich im Funtainment München, habe mich da mal umgeguckt. Also ich war generell in München, in der City, habe da noch geguckt. Ich wollte mich eigentlich mit zwei, drei Leuten treffen. Das ist ein bisschen schief gelaufen. Leider, nächstes Mal, wenn ich in München bin vielleicht. Und ja, ich habe mir Funtainment München angeguckt, habe mir München generell angeguckt. Ich muss sagen, München ist jetzt nicht die hübscheste Stadt, finde ich. Es tut mir leid, ganz viele Leute werden mir jetzt widersprechen, aber ich finde München ein bisschen langweilig. Na gut, was soll's. Dann bin ich wieder nach Hause, habe da ein bisschen gechillt. Und habe mich auf den Freitag vorbereitet, weil Freitag bin ich dann zum Baby Spiele gefahren, nach Rosenheim. Sehr, sehr cool. Die Strecke dahin, zwischenzeitlich habe ich dann diese Berge gesehen. Ich bin mir nicht sicher, wenn ich jetzt sage, das waren die Alpen, kriege ich wahrscheinlich auf den Deckel. Aber ich habe wunderschöne Berge gesehen und das war wirklich, wirklich cool. Also bei Bernhard zu sein, das war der Wahnsinn. Ich wurde so lieb von dem Team aufgenommen. Die haben mir den Laden gezeigt, haben mir alles erklärt, was ich wissen wollte, haben mit mir geschnackt. Es war so cool, so lieb. Bernhard hat mich auch rumgeführt und auch Marina hat mich rumgeführt und mich da aufgenommen. Es war so cool. Es hat so viel Spaß gemacht mit diesem Team und diese Leute. Es war so lieb und die haben mir so viel gezeigt und auch ihren ich durfte mal hinter die Kulissen schauen, so ein bisschen in Depth schauen und so. Das war so, so cool. Da habe ich natürlich keine Bilder von gemacht, aber ein paar Sachen wurden mir erklärt, die ich sehr, sehr cool finde, die ich echt mal auch ganz gerne mal zeigen wollte oder zumindest mal erklären würde. Ja, dann waren wir als Überraschung für mich noch im neuen Laden. Das hier sind Exklusivbilder, die ihr jetzt hier gerade seht, die vom neuen Laden vom BB Spiele sind. Und das ist wirklich, wirklich cool. Das sind 600 Quadratmeter sind es, glaube ich. Ich habe es nicht mehr, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, leider. Es ist auf jeden Fall riesig. Es ist eine alte Diskothek. Ist super, super, super cool, was da reinkommt, auch an Fläche, was da frei ist. Man sieht jetzt noch nicht so viel, sie haben mir viel erklärt, so wo Bürogebäude reinkommen, wo Spieltische hinkommen, wo auch Ware hinkommt und was man so machen kann. Das ist so ein Riesengelände. Wow, das ist wirklich, wirklich cool. Ja, und das war halt das Coole. Ich war halt als erster bei Nackt und Rosa, als erster Außenstehender bei Nackt und Rosa im Podcast, Snipecast. Ich war beim Bernhard als erster in diesem Gebäude drin, als Außenstehender, das war auch so cool. Und ich will nichts Falsches sagen, aber ich war zumindest einer der Ersten, der bei Training Grounds auch mit dabei war, so als Außenstehender. Also das fand ich schon cool und das fand ich wirklich, wirklich cool. Das war ein sehr, sehr cooler Urlaub, was anging. Bis dorthin. Und dann ging es weiter. Wir waren am Samstag waren wir auf einer Judge-Konferenz in Freising. Das war der Hauptgrund, warum ich da war. Ihr habt hier ein Bild, das sind ein paar Judges gewesen. Und ich habe einen Vortrag gehalten über Fakes. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Und ich habe noch ein paar Sachen geedit, wie zum Beispiel, dass ich mit MDG mit Patrick ja Fakes gegradet bekommen habe. Also er hat sich hauptsächlich darum gekümmert. Ich habe mich nur darum gekümmert, mal ein paar Fakes näher zu bekommen. Und diese Fakes habe ich dann halt auch mal gezeigt, dass gegradete Karten nicht unbedingt safe sind. Und dementsprechend, ja, das habe ich dann gezeigt. Und dann war mein Urlaub in München schon fertig. Dann bin ich den Sonntag von München nach Berlin gefahren. Super anstrengende Fahrt. Und Montag bin ich dann auch bei Matteo gewesen, in Berlin selber hier oben, wo ich jetzt aktuell noch bin zur Aufnahme. Und es war so, so cool. Es war modern, es war ein Tournament. Ihr habt die auch gerade noch mal zum Angeben. Ja, ich bin Zweiter geworden. Und vor ein paar Wochen waren Menguchi da oder Leute wie Pleasant Kenobi und ähnliches. Und die Leute sagten schon so, ah, Blacky, mach dir nichts draus. Wir haben schon mehrere Pro-Spieler 1-3 nach Hause geschickt. Und dann stand ich 3-0 und habe nur im Finale verloren. Aber das war sehr, sehr cool. Es hat einen sehr, sehr schönen Abend und dementsprechend wirklich, wirklich Hammer. Und ansonsten, ja, ich habe mir auch den Funtainment jetzt in Berlin angeguckt. Ich habe mir den anderen Spielladen angeguckt. Ich habe mehrere Sachen jetzt mir schon angeguckt. Ich war in den Gärten der Welt und ähnliches. Einfach mal zum Chillen, einfach mal zum Urlaub machen. Und ja, wenn ihr davon mehr sehen wollt, über Instagram bin ich da ganz, ganz viel am Posten. Twitter eher weniger, da nur so hin und wieder mal. Aber Instagram bin ich zumindest in den Stories relativ viel über meine Urlaube machen und nicht nur Magic-Content, sondern eben auch so ein bisschen Lifestyle-Content, sag ich mal. Und das wird auf Facebook gespiegelt. Twitter kriegt ihr halt eher so Gespräche mit, wenn ich mit anderen Leuten über irgendwas quatsche.
Und ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr solche Art von Review-Videos zu meinem Urlaub, ob ihr die mögt, ob ihr davon noch mehr haben wollt oder nicht. Und oder ob ihr sagt, boah, Blackie, das war so boring. Nie wieder so ein Scheiß. Es reicht uns, dass du uns auf Instagram zuspammst. Dann ist es auch okay. Aber ich dachte mir, ich teile es mal. Das letzte Mal wurde sich beschwert, dass ich es nicht gemacht habe. Dementsprechend, dieses Mal habe ich es gemacht. Das war mein Urlaub. München und 2, 3, 4 Tage Berlin. Und ja, ich freue mich drauf, bald wieder zu arbeiten. Nicht. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.